So Freunde, herzlich willkommen, hier ist Ego Shooter Let's Play und Ego Shooter Let's Play zeigt euch hier gerade nochmal in Doom was. Und zwar hat er in der Episode 2, Shores of Hell, Level 6, Command Center, ein ziemlich cooles Easter Egg, oder ja, was Easter Egg, ein Portal gefunden, ein Secret sozusagen. Also hier konnte man irgendwo einen Knopf vorher aktivieren, dann fuhr fuhren die hier runter, also diese Treppen, dann konnte man da hoch und dann geht man dadurch. Und zack, ist man hier, portalt sich hier hin. Ups, muss die natürlich abschießen. Und dann geht man auf das Portal. Was Quatsch ist, Entschuldigung. Also hier das Portal, dann warte hier die Tür, öffnet die und dann ist hier ein besonderes Portal und das teleportiert dich aus dem Level Command Center raus. Und ihr habt den quasi dann abgeschlossen. Und dann geht's mit einem Zwischenlevel weiter, den man eigentlich nicht spielen muss. Also hier ist quasi, man wird zum Exit gebeamt. Anstatt dass man im nächsten Level weitermacht, nämlich Halls of the Damned, geht's im Geheimlevel weiter. Das wollte ich euch nur schnell zeigen. Fortress of Mystery. Und der hat's in sich. Wie ihr sicherlich seht. Die Hölle auf Erden. Ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also immer in Bewegung bleiben und feuern, was das Zeug hält. So, und das waren die ersten Gegner in diesem Level, aber es kommt ja nicht mehr ganz so schlimm. Also es ist natürlich ein Hardcore-Level. So, jetzt haben wir hier, kann man einsammeln, ein bisschen Bullets, war wichtig, Ammo. So, hier kann man einsammeln, Computer Area Map. So, und das Interessante ist, die schaut dann so aus. Also ich kann es nicht nach oben scrollen, aber es ist ziemlich interessant aufgebaut. Und dann gibt es hier die Kettensäcke, die haben wir schon. So. Und in diesem geheimen Level Fortress of Mystery geht es hier dann weiter und das will ich euch gleich natürlich noch zeigen. Vorher haben wir noch den Rocket Launcher ein. Und natürlich noch etwas Plasma Gun. Und hier gab es noch die Chain Gun, die ich gerade eben leer geschossen habe. Komplett leer geschossen. So, und hier das noch. Wie auch immer, es geht weiter. Hier. Und dann schauen wir, was haben wir da? Pistole, nein, Kettensäge, Pistole, 60 Schuss, Shotgun, 100 Schuss. Das hier. Ja, gehen wir vor Plasma. Aus diesem Grund. Da gibt es ganz viele dieser Typen. Spielsammler, weiß bestimmt wieder, wie sie heißen. Ich weiß es nicht. Augen des Bösen oder so, keine Ahnung. Aber wir haben sie alle. Ah, hätte ich gedacht. Jetzt haben wir sie alle. So, Fortress of Mystery. Und dieser Bonus-Level, den wollte ich halt euch nur kurz zeigen. Das habe ich erst herausgefunden neulich, dass es den gibt. Also bin ich zufällig drüber gestolpert. Ich habe das nochmal gespielt, also Episode 2, und dann habe ich dann eben in der Command Center feststellen dürfen, hey, da ist, wieso komme ich da hin und was ist denn dahinter, Geheimgang? Und dann kam eben raus, hey, da ist ein Portal, und dann probiere ich das Portal mal aus. Ich dachte, ich komme einfach so dann über Exit dann einfach zum nächsten Level. Nein, es gibt einen Geheimlevel. So, und das Schöne ist, das war's auch schon. Hier kann man noch diese toten, aufgehängten Gegner, weiß auch nicht, wie die heißen, begutachten. Da kann man sich einen Supercharge holen.
Und dann geht's hier weiter. Wenn man nämlich das drückt in der Wand, und dann seht ihr hier, braucht ihr blaue Keycard, hier rote, hier orange, aber ist nicht schlimm, weil ihr macht einfach das hier auf. Dann habt ihr hier die blaue, macht die blaue auf. In der blau ist die rote Keycard und in der rot ist die orange und die orange drückt ihr noch. Und dann ist hier ein Portal zum Ausgang. Und damit ist der Level beendet und zwar mit, Achtung, 100% Kills, 100% Items und 100% Secret, ja, weil es einfach nichts groß gab. Ja, das ist interessant, Fortress of Mystery. Wer es euch jetzt sicher auch mal geben will, ich meine, wahrscheinlich wissen es die meisten eh, ist ja nichts Neues, aber ich wusste das noch nicht und wollte euch natürlich, damit die Levels komplett sind bei dieser Episode, auch den kurz zeigen. Das ist als kleines Bonus-Video zu sehen. Ja, und dann viel Spaß mit dem Let's Play an sich. Das ist jetzt nur dieser Bonus-Level gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schöne Grüße an den Spielsammler, der ja auch bei Doom momentan voll reinhaut. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall. Der spielt das Version. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, euer Let's Play.